Okay. Schauen wir mal, ob die beiden es jetzt hier schaffen zu überleben. Aber ich muss auch sagen, also ich glaube bei der Taylor, da trifft mich auf jeden Fall eine Mitschuld, dass sie gestorben ist. Aber ich glaube bei den anderen beiden, da habe ich auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Ich glaube, Man of Medan will ich auch noch mal spielen, bevor der dritte Teil rauskommt. Und ich glaube, das werde ich dann auch mal alleine durchspielen. Um mal so zu schauen, ob man da halt auch wirklich komplett mal durchkommt, ne? Dann ist man auch nicht auf andere angewiesen. Ah, okay, hier haben wir ein Auto. Ja, das scheint aber auch nicht mehr zu funktionieren. Das kommt mir bekannt vor. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, da können wir nicht lang. Hier gehen wir lang. Da im Nebel. Was ist das? Was auch passiert, wachsam bleiben. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Herren? Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Wir konfrontieren mal Mary. Von mir. Gib das her! Seht! Seht, wie das arme Kind leidet! Joseph hält sie noch im Griff des Teufels! Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab. Gerade übrigens die Entscheidung mit Absicht so getroffen, Mary konfrontieren, weil ich hatte das mal bei jemandem, also genau diese Stelle habe ich jetzt gerade mal bei jemandem im Livestream gesehen. Die waren auch nur noch zu zweit und wollten den Typen helfen und das hat nämlich nichts gebracht. Deshalb wollte ich mal Mary Es ist aus. konfrontieren. War aber eigentlich auch klar, dass Wir das nichts entkommen bringt. Diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. John, weg da! Ich lauf nicht mehr weg! Wird Zeit, Taylor und Daniel zu rächen! Bist du verrückt? Wir müssen weg! Komm schon, du musst da weg! Okay. Okay, Eddie hat pausiert. Weiter geht's. Also ich konnte gerade nichts drücken.
Ah, Mist, zu spät. Ich glaube, Daniel muss gleich auch dran glauben. Die Tür ist zu. Drücken. Okay, ich glaube, da hätte Eddie jetzt eigentlich aber treten müssen, aber hat es nicht geschafft. Aber ich muss auch sagen, so ein bisschen macht es immer den Eindruck, als würde Eddie das so ein bisschen provozieren, dass die Leute sterben. Wir müssen weg! Los jetzt! Andrew! Andrew! Ich brauch dich hier! Ich schaff das nicht alleine! Bitte komm jetzt mit! Ganz ruhig. Ist es weg? Und tot. Ich sehe es nicht mehr. Ja, normalerweise wäre genau das der Moment jetzt gewesen. Ich hätte erst gedacht, dass Eddie ihn hat sterben lassen, aber... Nice. Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Okay. Dann gehen wir mal. Ja, der lässt mich nicht durch. Okay. Ja, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwelche. Ah. Okay, was haben wir hier? Ah, okay. Ist das vielleicht das Haus vom Anfang hier? Was abgefackelt ist? Okay, hier haben wir noch was. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall noch so eine kleine Action-Szene geplant, oder? Ne, so kommt man da nicht lang. Wir gehen mal die Treppen hoch. Was war das? Ist wohl das Mädchen. Wir müssen sie finden. Da ist sie. Was machst du da? Hey. Ist okay. Ende. Passt du wohl auf die Platte auf? Lass dich nicht täuschen, Andrew.
Nein, halt. Schützt sie mich. Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein. Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichtigt dieses Kind, diese Satansbrut in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Ja, lass dich nicht von ihr täuschen. Kann er noch. Na, Ellie. Angeklagt ist sie. Jetzt müssen wir abwarten. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden. Oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber. Nun, da es ihr an den Kragen geht, ersucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. In dieser Stadt stimmt was nicht. Es liegt doch auf der Hand, dass hier was faul ist. Etwas Böses lauert hier. Zweifellos herrscht das Böse in Little Hope. Dunkelheit vergiftet unsere Herzen. Alle, die heute hier versammelt sind, wissen wohl, dass der Teufel in unserer Mitte weilt. Die Aufgabe dieses Gerichts besteht darin, dem Bösen Einhalt zu gebieten. Uns läuft die Zeit davon. Er hat recht. Mary steckt hinter allem. Wie soll ich entscheiden? Eddie, Mensch. Wir haben doch extra den Tipp da bekommen von diesen einen Typen. Zerstör die Puppe. Ihr könntet die verdammte Puppe loswerden. Mehr fällt mir auch nicht ein. Ich versuche halt noch was aus der Situation rauszuholen, aber ich glaube, Eddie hat seine Entscheidung getroffen. Nämlich die falsche. Zerstört die Puppe und der Teufel wird von ihr lassen. Sie wird wie neu sein, ein unschuldiges Kind. Reverend, verbrennt die Puppe, zerstört sie! Handeln wir nicht zu schnell. Das Mädchen muss für ihre Fehltaten büßen. Stellt meine Autorität nicht in Frage. Gehorcht mir! Vielleicht war das auch von mir jetzt die falsche Entscheidung. Es geht jetzt alles seinen Gang und du kannst nichts mehr tun. Ja, warum kann ich wohl nichts mehr tun? Weil du die ganze Zeit das Kind beschuldigt hast, obwohl uns gesagt wurde, dass wir das nicht durften oder sollten. Oder beziehungsweise uns wurde der Rat dafür gegeben, dass wir das nicht machen sollen. Naja. Ist es vorbei? Wäre mir nicht so sicher. Was, wenn ich alles noch schlimmer gemacht habe? Das war's. Wir sind frei. Ja, vielleicht hat's ja doch geklappt. Aber das Ding ist. Ja, ich weiß nicht, weil da gerade dieses Feuer dann ausgebrochen ist. Ja, ich habe keine Ahnung. Thank you.
Scheint wohl nicht vorbei zu sein. Nein! Hätte er mal nicht das Kind beschuldigt. Hier steckst du also. Lass mich in Ruhe. Ich habe alles verloren. Du hast alles verloren? Machst du Witze? Hau einfach ab! Geh weg! Hättest wegbleiben sollen. Ich werde dir nie verzeihen, was du getan hast. Da ist der verdammte Mörder! Ich bin kein Mörder. Diese Wesen, was auch immer sie sind, sie sind schuld, nicht ich. Hey, Vorsicht! Der Scheißkerl hat eine Waffe! Ich wollte sie doch nur schützen. Nicht mal das konnte ich. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Hallo. Wie geht's? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Ja, witzig.
Ich glaube, du brauchst einen Drink. Danke, lieber nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Du solltest jetzt nichts trinken. Das ist keine gute Idee. Ich hab sonst nichts mehr. Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Feigling! Du musst gehen! Hier schwebst du in echter Gefahr! Stimmt! Wegen dir! Wenn du jetzt nicht sofort abhaust, wird es dir noch leid tun! Jetzt komm endlich da raus und stell dich, du feige Sau! Hey! Sie kommen! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Ja, überraschendes Ende auf jeden Fall. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. So ist das mit Dämonen. Bringt man sie nicht zur Ruhe, jagen sie einen für immer. Ein unglückliches Ende. Oder nicht? Je nachdem, was sie glücklich macht, nicht wahr? Und sie fanden ihn. Am Ende. Den Busfahrer. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Auf Wiedersehen. Vielleicht im Südpazifik oder der Wüste Arabiens oder ganz woanders. Ja, die Wüste Arabiens, ich glaube, das Doch ist der dritte Teil. Doch wir sehen uns wieder. Zumindest noch einmal. Ja, das war es auf jeden Fall mit The Dark Pictures, Little Hope. Ich fand auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr cooles Game und es hat natürlich auf jeden Fall absolute Berechtigung, um auch nochmal gespielt zu werden. Ob ich es jetzt als Let's Play nochmal mache, glaube ich eher weniger, aber ich glaube, ich werde es so auf jeden Fall nochmal durchspielen. Die nächsten Spiele von der Dark Pictures Anthology, also Man of Medan und House from the Ashes, also den dritten Teil, werde ich, denke ich mal, alleine durchspielen, weil es einfach darum ging, so, dass manche Entscheidungen, die getroffen wurden, dass ich sie von mir aus lieber anders getroffen hätte. Und das hat mich so ein bisschen gestört, das mit wen anders zu machen halt. So lag jetzt aber nicht an Eddie jetzt speziell so, sondern halt einfach an der Gegebenheit, dass man das Spiel halt zusammengespielt hat. Und einige mögen sich davon wahrscheinlich eher unterhalten fühlen als ich, aber ich habe lieber da selber die Züge in der Hand. Und ja, deswegen werde ich auf jeden Fall die nächsten Teile selber alleine spielen. Und ja, mal gucken, was Andy und ich noch in der Zukunft zusammen machen. Bisher ist erstmal nichts geplant. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr das Let's Play zu Ende geschaut habt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, die ho!